Hallo Leute, stellt euch vor, Level 6 ist an der Reihe bei N-Ball. Es geht weiter mit unserer super mega Ball-Action und mega herumspringen und super runterfallen und alles was dazu gehört und super Schwabbel-Key. Waffel-Schwabbel-Key. Was ist ein Schwabbel? War ja klar, dass ich gleich wieder abkacke, alles muss abkacken. Alles ist scheiße. Yeah, dummer Drogenball, der keine Freunde hat. Yeah, okay. Diesmal komme ich da aber hoch und alles sieht gut aus. Ich bin runtergefallen. Oh mein Gott, der alte Obi hätte sich jetzt erschreckt. Wer ist der alte Obi? Ich weiß es da auch nicht. Alte Obis sind immer alt. Und alte Obis müssen auch alt sein, weil sie kommen aus dem Obi-Land. Und Obi ist alt. Okay, nicht runterfallen. Alles du das nicht. Okay, das sieht gut aus. Ach Gott, das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Okay, das sieht gut aus. Fuck, das Ding ist runtergefallen, ohne mich. Warum macht es das? Oh Gott. Aber wenigstens ist das hier jetzt ohne Dingens. Ich will immer Dingens. Dingens weiß ich nicht, was Dingens ist. Dingens ist Dingens und ich komme hier nicht hoch. Wieso komme ich hier nicht hoch? Ich weiß es nicht. Greg. Es geht aber Greg. Also irgendwas haben sie da ja falsch gemacht mit diesem komischen Fahrstuhl da. Ja, genau. Fall einfach wieder runter, Matthias. Ich lasse mich hier doch nicht von so einer blöden Bodenstange hier verarschen. So weit sind wir noch nicht, dass ich mich hier sowas hier gefallen lassen muss. Ich will hier jetzt durch. Nein, so nicht. Ich werde da so oder so durchkommen und niemand wird mich aufhalten. Okay, vielleicht dieses Ding hier, aber egal. Okay, jetzt aber. Und so, ja, ich habe hier die Super-Mega-Sprung ausgenutzt, um zu springen. Was? Tja, Level 6 beinhaltet einen großen Fehler. Es sollte eigentlich eine Magnetschiene sein, aber sie funktioniert nicht richtig. Von da können wir das Level nicht abschließen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber wir machen jetzt einfach Level 7 weiter. Und damit könnt ihr euch auch zufrieden geben, wenn ich jetzt das eine Level mal nicht komplett machen kann. Naja, was soll ich tun? Auf jeden Fall ist das hier ein sehr, sehr merkwürdiger Kram hier, was wir jetzt bei Level 7 erleben. Und wir quetschen uns ja irgendwie durch. Was ist das denn jetzt wieder? Ja, yeah, extremes Rollen. Ja, anschieben. Anschieben. Wow. Okay, jetzt geht's nicht weiter, oder wie? Hä? Was ist jetzt los? Okay. Kommt, muss ich hier jetzt weiter, oder? Wie jetzt? Ich hab's nicht kapiert. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Was soll ich da machen? Schieben wir uns einfach wieder voran und irgendwie werden wir uns da schon durchquetschen. Keine Ahnung. Da wird uns schon irgendwas einfallen. Oder sowas ähnliches in der Art. Wow. Okay. Wir springen jetzt einfach so weit, dass wir dort drüben landen. So. So ungefähr. Perfekt. Das ist geklappt. Okay, wie es aussieht, müssen wir ganz woanders lang fahren. Und zwar geht es hier unten weiter. Und da ist eine blöde rote Kugel die ganze Zeit im Weg. Okay, wir sind jetzt drin. Jetzt können wir uns voranschieben mit diesem Gefährt. Einem fahrenden Gefährt. Und wir halten hier an. Und ich werde wahrscheinlich von der roten Kugel getroffen. War ja klar. So, am besten diesmal nicht allzu schnell. Vorsichtig. Vorsichtig. Perfekt. Okay. Super, 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 super. Alles ist gut. Ich bin schon wieder hier. Aber jetzt kommt der schwere Teil, denn ich falle wieder runter! Das muss doch irgendwie klappen hier. So, das. Nicht nervös werden, nicht nervös werden, nicht nervös werden. Alles ist okay, alles ist super. Irgendwo ist es doch alles schön, was hier passiert. Irgendwo! Ich zeige euch jetzt mal, wie man extrem schummelt. Ja, das geht nicht so. Extreme Schummeln. Yeah. Okay, nochmal. Extreme Schummeln. Extreme Schummeln. Okay, bremsen. Und perfekt. Ja, yeah. Das ganze Level übersprungen. Voll geschummelt. Und schon wieder nicht geschafft. Oh Mann. Okay, weiter geht's. Wir müssen das irgendwie schaffen. Perfekt. Level 8. Level 8 ist endlich da. Level 8. Level 8 durchdrehen. Level 8, okay. Level 8, das ist die Billardkugel, wisst ihr? Oh, super weit hochspringen. Yeah. Oh Gott, ich fliege einfach weiter. Scheiß drauf. Spring. Wow. Okay, das war eine scheiß Idee. Ich gebe zu. Es war eine total behinderte Idee, das zu machen. Aber wir machen jetzt unseren Weg weiter und springen hier hoch und machen immer höher und immer höher und immer höher. Und jetzt irgendwo kommt dieses Gefährt. Gut, da müssen wir anscheinend rein. Da reinspringen und wir fahren jetzt einfach mal los. Das sieht nämlich sehr, sehr witzig aus. Ich finde es immer lustig, mit irgendwelchen Sachen runterzufahren. Das ist... geht nämlich nie gut aus. Yeah, jumping. Wow, 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 wow. Wow, was geht? Was? Extreme Action! Ja!
Ja, es fällt runter. Ich schaff's nicht. Okay, diesmal rechts habe ich aus diesem blöden Gefährt gesprungen. Und diesmal wirst du mich nicht kriegen, dummes Gefährt. Ich bin diesmal schlauer als du. Und geh diesen komischen Weg entlang, der ziemlich unlogisch ist, wenn ich mal das so sagen darf. Oh Gott, einfach alles voller Bälle gequetscht. Das sieht aus wie eng. Ich passe nicht durch. Ich passe nicht durch. Ich muss da durchpassen. Oh gut, mit Gewalt geht man da durch. Oh Gott, ich dachte, sie verpasst da nicht durch. Ja, wie geil wäre das denn wieder gewesen? Dieser Entwickler von diesen Karten ist völlig verrückt geworden. Das finde ich zumal... Nein, nicht ohne mich fahren. Oh Gott, ich hasse es, wenn mir das passiert. Puh, okay, ich bin drin. Ich bin so weit drin, dass ich ins Ziel komme. Verdammt, ja, genial. Okay, weiter geht's. Weiter geht's in diesen irrsinnigen Leveln und Level 9. Es sieht zwar aus wie Level 6, wenn ich das mal so sagen darf. Gott, irgendwie... Hoch, Greg, geht nicht. Nochmal! Ja, yeah, okay, das hilft alles nichts. Wieso sieht Level 9 aus wie Level 6? Vielleicht hat es ja damit zu tun. Vielleicht ist es ja umgekehrt. Vielleicht passiert gleich irgendwas, womit ich gar nicht gerechnet habe. Es soll mich nur verunsichern. Es soll irgendwas machen. Okay, jetzt ist es anders. Jetzt ist es wirklich anders. Er hat nur den Teil nochmal von Anfang genommen. Und jetzt... Oh Gott. Sollen wir uns jetzt voranschieben oder wie? Ja, wir machen es einfach. Scheiß drauf. Yeah, extreme Action. Extremes Action fahren. Warum macht ihr über so eine Schwabbeldinge? Wow. Okay, wir lassen uns dadurch nicht beeindrucken und machen einfach unseren Weg weiter. Oh, das war eine scheiß Idee. Ducker. Und runter geht's. Und gleich kommt gleich wieder unser komisches Ding. Und diesmal perfekt. Alter, denn macht ihr ganz schön viel, ne? Das hatten wir doch eh schon. Alter, nein. Nicht wieder so ein Magnetdings. Diesmal macht es aber anders. Diesmal funktioniert es. Diesmal hat er eine Platte eingebaut. Die war ja eben nicht da. Aber diesmal funktioniert es. Aber gut. Oh Gott, ist das ein riesiger Stab. Ist auch gar nicht überflüssig oder so. Yeah, mega Ziel erreicht. Uäh! Was ist das denn jetzt? Okay. Oh Gott, was hat das denn jetzt für Mist? Ich will es gar nicht wissen. Ich bin am Trichter sogar vorbeigegangen. Und hier haben wir ein Auto. Wir waren schon wieder mit dem Auto durchgegangen. Der Typ mag echt Autos bauen in diesem Spiel. Spring ran! Okay, wir können nicht weiter springen. Ich muss aber weiterkommen. Ich muss doch wieder lang. Wow, das sieht gut aus. Und wir... Irgendwie ist es so eine Art Kleiderbügel hier. Keine Ahnung. Kommt mir auf jeden Fall so vor, als würden sie hier einen Kleiderbügel benutzen. Und irgendwie sieht der Kleiderbügel echt so... Kleiderbügel, bleib da, wo du bist. Kleiderbügel. Benutze ich jetzt als Sprungvorlage. Jump. Perfekt. Schöner Kleiderbügel. Dieser Kleiderbügel hat es echt drauf. Glaube ich. Denke ich. Kleiderbügel sind nicht cool. Kleiderbügel können die Welt regieren, wenn sie wollten, aber sie tun es ja nicht. Okay, das sieht mir aus nach einem Hall-Runter-Spiel. Und warum ist da so eine kleine Kugel nebenan? Ach Gott, das gibt wieder alles keinen Sinn. Rote Striche. Oh nein, kein Grinsegesicht. Okay, keine Grinsegesicht und ein Ziel. Perfekt, okay, ja, da kommen wir noch mehr. Da kommt noch mehr. Wir fangen mit Kampagne 2 an. Und... Wie? Nochmal ein Stopp. Yeah, ich habe 10 Level innerhalb von 3 Sekunden oder so geschafft. Yeah, ich bin da dran. Ja, alle Level geschafft. Cool, ich bin so gut. Ja, alle Level. Yeah, alles leuchtet da drauf. Weiter durch. Okay, ich habe alle Level geschafft. Kampagne 2 war irgendwie lächerlich. Wie sieht es mit Kampagne 3 aus? Dasselbe. Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn das? Und Kampagne 4? Kampagne 4 funktioniert wieder. Aber... Wow. Was ist denn jetzt los? Was geht denn hier jetzt ab? Okay, die Sachen sind unsichtbar, aber irgendwie auch nicht. Das ist sehr verwirrend. So, okay. Da komme ich durch. Ich kann da irgendwie doch lang springen, obwohl es eigentlich nicht möglich ist. Das ist jetzt echt heftig verwirrend. Oh Gott. Da hat sich der Typ aber was Nettes ausgedacht. Schrecklich. Sehr schrecklich. Sehr schrecklich. Okay. Und hier hoch, dann da rauf. Das ist echt verwirrend. Das ist mega verwirrend. Normalerweise sind das nur Linien, wo man nicht lang springen durfte, aber jetzt muss man's. Okay. Dann ist das halt so. It's a bad idea to press. Blablabla. Exactly. Okay. Das muss ich noch schaffen, Greg. Nein, was ist das denn für ein Minispring? Was ist das da für ein Scooter gewesen? Ich will den Scooter auch benutzen. Scooter, aber doch nicht. Nein, ich muss da irgendwo hochkommen. Wieder hoch zum Scooter. Okay, jetzt aber. Jetzt muss ich diesen Scooter benutzen. Ach Gott, falsche Richtung. Ganz falsche Richtung. Knopf gedrückt. Okay, wollen wir nochmal zum Mofa oder wie jetzt?
Das Mofa ist nicht cool. Ich mag das Mofa. Irgendwo. Irgendwo muss es ja sein. Mofa? Ja, Mofa? Da ist es. Okay, dieser aber ordentlich. Perfekt, wir sind drin. Jetzt runterrollen. Oh Gott, was ist das denn? Abgespacktes Gefährt schon wieder. Immer irgendwo mit runterfahren. Das ist das, was ich aus dem Spiel lerne. Und die zwei Kampagnen, die ich innerhalb von ein paar Sekunden abgeschlossen habe, waren auch nicht schlecht. Ja! Yeah! Wow! Was geht denn ab? Und jetzt? Keine Ahnung, oder wie. Das finde ich aber nicht gut. Und da, und hier, und don't jump. Wieso nicht? Ah, warte mal. Okay, jetzt. Fuck! Keine Ahnung. Okay, ich sehe euch einfach nächstes Mal bei N-Ball und dann, keine Ahnung, dann machen wir das nächste Level, denn das hier scheint beschissen zu sein. Tschüss!